So, wie wir schon gesagt haben, wir wollen direkt weitermachen. Aber ich muss natürlich noch ein bisschen drauf warten, dass der hier endlich fertig repariert ist. Wartet mal, habe ich vielleicht noch einen zweiten Repair-Bot hier in der Nähe? Dann könnte ich das etwas beschleunigen. Repair-Bot in der Nähe? Hier, da steht er. So, dann wollen wir den mal schnell dahin holen. Hier peppen wir weiter auf. Okay. Das war die Bande. Na, braucht doch ein bisschen, bis das repariert ist. Fox, oh, accelerating to maximum reading. Doing it now. Na komm schon, hopp, hopp, hopp. Da kommt schon der zweite Repair-Friedel. This one's function is as follows. Work, toil, labor, drudgery. Placing machine under service. Upgrade so. Completed. Heavy Bolter team stands ready. Bolters move, we are accelerating. Genau, da reparieren. Wir wollen ja richtig schön einsatzbereit in den Kampf ziehen und nicht irgendwie auf die Schnauze fallen. Also auf die Nase fallen. Das wäre nicht so schön. Sehr schön. Dann den noch einmal flicken. Den parken wir schon mal darüber. Können die auch zu zweit reparieren, damit es schneller geht? Das wäre ja total Kracher. Ja. Sehr gut. So, die wollen wir mal hier gerade irgendwie gruppieren, dass wir die gleich abziehen können. Und dann nehmen wir den und den und den. Als... Kerntrupp. Das ist die 3. Und dann nehmen wir den hier und den als 2. So. Ihr könnt hier erstmal euch wieder zurückziehen. So. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen Gas geben. Okay, das hat sich sehr schnell erledigt. Finde ich gut. Dann mal gerade umsetzen hier die Truppen. Und dann wollen wir denen mal zeigen, wo der Hammer hängt, ne? Und zwar gehen wir oben lang. Ja, das sieht auch ganz gut aus. So, achso, er ist noch nicht wieder so weit. So. Ihr macht die da alle, hoffe ich zumindest. Raise the building!
You have won back your fortress, humans, but we have what we came for. So, Kino ausschalten. Ja, okay. There's the relic. It's some sort of power core. We don't have much time before they get away. The Inquisitor won't like it, but to keep the relic from Eldar hands, we must destroy it. Ja, wir müssen das Relik zerstören. Das ist sehr schön. Können wir auch gerne gleich tun. Schaltet doch mal den da aus, der nervt gerade. Sehr schön, hier wieder runter. So, ich möchte aber erst, bevor wir hier weitermachen, möchte ich gerne, also bevor wir da rechts rüber gehen, möchte ich einmal natürlich das... Cool. So. Möchte ich natürlich einmal den Punkt hier einnehmen, ne? Wir brauchen ja mehr Rohstoffe. Und dann will ich schnell die Verbündeten wieder retten. So. Ah, okay, alles klar. Die haben sich schon erledigt. Und dann wollen wir nämlich... achso, hier die... unsere Reparaturfredels gerade herholen. Die müssen bauen und die Einheiten wiederherstellen. So. Das Ganze ein bisschen umplatzieren. Achso, Moment. Der Fußtrupp hier gerade mal einnehmen. So, du dahin. Du hier ein Stück zurück. Nicht euer Ernst. Okay, dann bleibst du hier. Alles klar, das sieht gut aus. So, wie sieht's aus? Wo sind unsere? Die sind schon da. Hervorragend. So, das und das. Ihr beide baut mir jetzt hier einen Horchposten hin. Machen die das zu zweit? Das sieht fast so aus. Sehr gut. So wie das Ding steht, reparieren wir die Truppen. Und bauen hier irgendwie eine Kaserne oder so hin, wo wir gerade die Fußtruppen wieder aufmotzen können. Oh, wir haben hier noch ein paar Leute über. Standarte können wir auch setzen. Das klingt hervorragend. Die packen wir mit in Trupp 2. So. So. Ja. Und ihr baut mir jetzt hier erstmal. Produktion für schwere Waffen. Infanterie. Armeeverbesserung. Schwere Waffen. Schwere Waffen klingt gut. Haben wir, glaube ich, schon, aber ist egal. Bauen wir jetzt hier mit hin. So, dann können wir hier noch irgendwas machen. Hier können wir... Ja, genau. Wir haben noch einiges an Rohstoffe. Da verbessern wir natürlich die ganzen Upgrades. Und dann werden wir noch Splitterminen und Energieschwerter und so rausfischen hier. So. Das können wir uns auch noch leisten. Ja, super. Dann soll das mal alles fertig gemacht werden. Ein besserer, verstärkter Trupp heißt weniger Verluste. So. Ihr jetzt bitte mal die Karre flicken. Genau, das sind die schweren Marines. Und kann ich hier... Ah, okay, die kann ich also nicht mal vorbereiten. Die kann ich nicht mal vorbereiten, wenn der Trupp nicht in Ordnung ist. Gut, dann wollen wir da mal die Erweiterung setzen. Uns hier hinpacken. Und dann können wir ein bisschen zulegen. Nicht genügend Ressourcen, da kommen aber neue Truppen.
Und die Ressourcen steigen ja auch relativ schnell inzwischen. Ah, ich kann ihn nicht mehr aufwerten, weil wir doch diesen Landungstrupp eben geholt haben. Das ist ja Kappes. Naja, egal. Dafür sind die Truppen ja auch verstärkt worden. Da muss ich mal gerade schauen, hier irgendwo der Trupp. Der Trupp ist natürlich ein bisschen schwach auf der Brust, gerade mit zwei Leuten. Ja, ist egal. Muss dabei bleiben. Das wird schon funktionieren. So, wie sieht das aus? Da brauchen wir auch nur ein paar Rohstoffe. 250, das geht relativ schnell. Ich überlege, ob wir gerade warten oder... Ne, wir können nebenbei schon mal hier die Dingens-Typen retten. Unsere Verbündeten. Oh, da ist auch noch was. Da sind ja noch welche. Die wollen wir natürlich gerade erstmal ausschalten hier. So, das Ding schalten wir auch aus. Du nimmst aber gerade erstmal die Ressourcen da auf. So, und dann können wir nämlich, tada, hier schon wieder das Upgrade fahren. Ich bin mal dreist. Ich schieße mal einfach so blind rein. Truppen retten oder nicht. Eigentlich sollte denen noch nichts passieren. Okay. Die rennen auch noch mit. Weil die noch nicht repariert sind. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Da gucken wir aber gleich mal. Ah, nee, denen geht's gut genug. Komm. Denen geht's gut genug. Ihr zieht euch erstmal wieder zurück. So, ihr marschiert da rein. Und ihr auch. Thank you, Chapter Master. We were separated from Brother Jonah when the Eldar attacked. So, hier einsammeln. Gerade, zack, zack. Da hinten auch. So, wir haben alle Truppen gerettet. Das ist gut. Nicht zu sagen hervorragend. Und, achso, wir haben jetzt schon wieder einen Panzer dazu gekriegt, den wir eigentlich gar nicht hätten haben dürfen. Moment, Trupp 1. So, der kommt da erstmal zu. Aber wieder ein Panzer mehr, als wir eigentlich haben dürfen. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, dann sammeln wir uns mal hier mit allen Truppen. Bevor wir dann gleich losschlagen. So, das Upgrade können wir auch machen. Wie sieht das aus? Der scheint auf Max-Stufe zu sein. Der auch. Hatten wir hier noch was? Ja, hier können wir auch noch die Höchststufe freischalten. Moment, da hauen wir hier mal noch ein bisschen mit rein. So, ja, okay, das war jetzt ein bisschen zu spät. Ist egal, ist egal. So. Rausfahren ein Stück. So. Mal ein bisschen weiter vorrücken hier. Hier ist die Sichtlinie natürlich Kappes. Können die denn überhaupt... Die treffen da nicht, ne? Oder kaum. Ja, komm, dann fahren wir hier weiterhin. Sammeln hier noch die Ressourcen natürlich ein. Soll sich ja lohnen. Na, so, alles klar. Und jetzt wollen wir hier mal eiskalt hochfahren. So. So. Und der Dreier dahin. Hier mal ein Stück zurück. So,
Hier hauen wir noch ein bisschen mitten rein. Ach, jetzt sind die wieder weggelaufen. Aber die kriegen es ab. Jawohl, sauber. So, zurückziehen. Ich will nicht, dass der kaputt geht. Hier auch ein Stück zurück. So, so und dahin. Jawohl. Sehr schön. So ungefähr schwebt mir das vor. Klasse Sache. Jetzt gucken wir mal gerade, wie weit unsere... Ja, die Upgrades sind alle drin. Das heißt, sie sind alle fett aufgemotzt. Wie geht's dem? Den geht's noch ganz passabel. Truppen weiter vor. Der ist auch schon wieder bereit. Den schieben wir dahin. So. Da hauen wir da was rein. Schön mit der Artillerie zerlegen. Und ihr nehmt den mal gerade auseinander. Jawohl, sauber. So habe ich mir das vorgestellt. Genau, den nächsten. Ja, voll. Perfekt. Perfekt. Dann rufen wir jetzt mal hier unsere Reparaturtruppe wieder her. Die sollen mal wieder ein paar zusammenflicken. Wie sieht das aus? Die sind auch, naja, so lala. In einem so lala Zustand. So, dann gucken wir mal, was für eine Reichweite hat der denn? Ah, bis dahin. Okay. Dann, ja, hauen wir mal blind hier rein. Hier steht bestimmt irgendwas rum, was Spaß damit hat. So. Nein, wir reparieren nicht. Ich sehe gerade, wie die Zeit uns davonläuft. Like an infection. I don't trust the thing. Dann wollen wir das mal machen. Wow! Ihr schaltet mir die mal aus, aber sofort. Okay, ja, hat sich schon erledigt. Das sieht hervorragend aus. Das war übelste Panzerabwehr. Schwein gehabt, dass er stehen geblieben ist, aber alles gut. Jawohl! Und wir haben es geschafft. Sieg! Super Sache das. Lustigerweise empfinde ich es irgendwie so, als würden die Missionen, die späteren Missionen, leichter sein. Also die erste Mission ist mir schwerer gefallen. Irgendwie komisch, aber gut. Ja, fortsetzen wir mal selbstverständlich. Jetzt müssen wir nochmal kurz warten auf das Laden. Na komm, komm. Es geht doch bestimmt ein bisschen weiter in der Story. Na? To be done, Inquisitor. Better to burn the relic than let it fall into Xenos' hands. The backlash damaged all of Helios' systems. Starfort Helios is helpless and my blockade fractured. You need to fix this, Angelos. Before planet Acheron arrives. That's what you intend to blockade. Is it not, Inquisitor? Well deduced. You can't hide secrets from Blood Ravens. Our chapter archives keep records of Acheron. The Eldar have fought for it before, hoping to claim its treasure. A weapon of untold power. The mythical Spear of Cain. That is why I need to blockade Acheron. To keep the Eldar from getting it. But you've broken my blockade. This spear is concerning. What if I redeployed Brother Chaplain Diomedes and his detachment to defend Helios?
Is that satisfactory? That will work. Yes, very well. If that is all, Inquisitor out. Wise. Though Diomedes won't approve. You and I will have to assume his duties on Cyprus Ultima. I don't trust the Inquisitor, but until Acheron comes, this blockade is the correct tactic. Okay. Dann wollen wir uns da mal drum kümmern. Erfahrungen kriegen wir noch ein bisschen für unsere Elite-Truppen. Ah, das reicht nicht für ein Level-Up. Na gut. Fortsetzen. Belohnung. Da und da. Wie, das war's schon? Oh, da habe ich mir aber mehr versprochen. Nächste Mission, bitte. Boss! Boss! Come quick! It's raining scrap! The Yumi's got into a fight in space and now free loot is crashing everywhere! This is perfect! Just the chance I've been waiting for! To get scrap? No! To conquer the rest of this war, you git! All the top orcs are warring to be the next big boss, and each one is gonna come running for this scrap, hoping to get an edge. That's when I beat them all at once! Something's coming to this world, and I need to sort this mess into a proper war before it does. So you don't want the scrap? Oi, no! That's mine too! Ah ja, okay. Der Schrott gehört ihm auch. Na gut. Dann wollen wir hier mal weitergehen. Doktrin ausrüsten. Armeedoktrinen sind Verbesserungen. Die Teile ihrer Armee betreffen. Sie umfassen unter anderem Fähigkeitszusätze und passive und bedingte Modifizierer. Klicken Sie auf eine Doktrin, um diese Liste aufzurufen. Durch Klicken auf das Infofeld einer Doktrin können Sie diese mit Schädeln freischalten. Okay, das heißt, ich kann jetzt sagen, hier, ihn hier. Hallo? Standard, Stormboys, Vaggoguts. Irgendwie kann ich hier noch nicht groß was wählen. 7 Kristalle. Von Münzen sehe ich hier nichts. Ist das die Aufmotzung? Okay, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das immer noch nicht kapiert. Stormboys freischalten. Achso, auf Stufe 9. Wir waren noch nicht Stufe 9. Aber irgendwie, hä? Ja. Kamikaze, ach so, ja, nee, was das macht. Aber hä? Ja, gut. Ich muss es mir echt mal angucken. Ich kapiere das hier nicht. Das muss ich sagen, ist irgendwie sehr, sehr traurig erklärt. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wo ich hier irgendwas freischalten kann. Also das ist in anderen Games, finde ich, viel, viel besser gemacht. Aber egal. So, nächste Mission starten. Wir wollen ja zusehen, dass wir hier weiterkommen, ne? Wie ich im Menü rumklicke, ist ja ein bisschen sehr uninteressant. So, bitte warten ist auch noch uninteressant. Laden auch. Das Moorland. Cyprus Ultima, Mission 5, sozialer Aufstieg. Nach dem Kampf der Sternenfestung Helios regnet es auf haufenweise Schrott auf Cyprus Ultima. Ich dachte erst hinunter. Alter, ist das doof mit der Schrift hier drüber. Goguts plant sich mit seinen Jungs diese reiche Beute zu schnappen. Weiß jedoch, dass auch andere potenzielle Nachfolger
Gitstompers dasselbe Vorhaben. Okay. Also mit der Schriftfarbe hier auf den Bildern, es ist, ich finde es echt nicht pralle. Ja gut. Eigentlich ein voll schönes Spiel. Ich mag das. Aber so ein paar Sachen sind eigenartig. Come on, come on. Let's nick all the scrap before those would-be bosses move in. Oh, that's a beaut. Ja, das ist hübsch. Schön. Wir dürfen Schrott sammeln. Toll. Dann macht das doch mal hier. Zack. Motzt euch mal kurz auf. Okay, Moment. Dann machen wir die mal nicht. Und die auch. So. Und ihr kommt mal gerade vorübergehend auf 2. Die müssen wir ja im Zweifel hinter uns herziehen. Und die sollten nicht ins Kampfgebiet kommen. Ah, super. Wir können hier direkt anfangen einzunehmen ohne Kampf. Das ist natürlich dann easy going. So, ein bisschen Vorräte ha... Hey! Ja. Ja, suchen sie... Ja, ist ja nicht schlimm. Schrott suchen, machen wir. So. Trupp 2 habe ich. Und zwar... Horchposten. Ungültiges Ziel. Ach so, wir dürfen Horchposten bauen, aber wir dürfen keine Basis bauen. Hä? Na gut. Wenn ihr meint... So, dann baut mal auf. Und dann sehen wir weiter. Was ist mit ihm? 2 Sternchen. Elitepunkte. Okay. Wir spielen das jetzt schon eine ganze Weile und es ist mir eigentlich sogar peinlich. Ich bin eigentlich ein echt alter Zocker. Ich spiele schon seit so vielen Jahren, aber ich habe gerade keinen Plan, wo ich Elitepunkte herkriegen soll. Ja, gut. So weit, so gut. Dann gehen wir mal hier in der Schleife rum. Damit wir ausschließen können, dass wir uns gleich irgendwas ins Kreuz gehauen wird. Da sind noch fremde Truppen. Die wollen wir mal gerade ausschalten, hoffe ich. So, mach die mir bloß fertig hier. Ja. Okay. Diese Truppen sind ziemlich stark, alles gut. So, ihr jetzt hier noch einen hinsetzen. Hallo? Oh, peinlich, ja. Aber hier schon mal hinkommen. So, das Ding ist nämlich fertig. Verbesserung Stufe 2. Achso, das können wir noch nicht. Dann baut mir den mal hier hin und das bauen und das bauen und das bauen. So. So, ich hoffe, die werden gleich nicht böse überfallen, aber ich gehe schon mal weiter. Das ist ja keine so große Map, so wie es aussieht. Dann kann ich ja trotzdem zurücksprinten gleich. Hoffe ich. Hoffe ich. Wir werden es sehen. Oh, halt hier. Recherchen. Recherchen, die wollen wir mitnehmen. Ja, dann gehen wir hier rum. Ist auch egal. Da ist noch nichts. Alles gut.